Dieser Kumanrü ist in seiner Farbausprägung fast fertig. Also die Zeichnung ist heute wunderschön, könnte schöner kaum sein. Ob sie so bleiben wird, bleibt abzuwarten. Interessant sind auch die Zeichnungen der Kiemdeckel. Heißt beim Asagi Yakko, nur ist es beim Asagi Orange und nicht schwarz. Und wie er sich entwickeln wird, können wir nicht sagen. Er hat eine sehr gute Körperstruktur und hat es auf immerhin 40 cm zum Jumbo Tosai gebracht.